Christoph Schiller vom Zweitbundesliga-Team TV Bad Königshofen spielt sich hier am Ende dann doch relativ locker ins Endspiel. Vorher war es durchaus hier und da recht eng. Aber mit einer 3:1 Satzführung im Rücken und einem Fehlstart von Daniel Geist in den fünften Satz lässt sich dann ein bisschen lockerer spielen. Nicht zu locker, so ein 8:4 ist auch mal schnell gedreht. Aufschlag Christoph Schiller. Ja. Da macht er das einzig Richtige und nimmt noch einmal eine Auszeit. Bei den Ältersätzen geht es manchmal unglaublich schnell. Da spielt man locker runter, ich glaube 8:2 oder so ähnlich stand es sogar mal. Und dann ein eher nicht ganz so konzentrierter Ball. Da wittert Daniel Geist nochmal Morgenluft, setzt zwei starke Bälle hinterher. 8:5. Für Schiller natürlich jetzt wichtig, diesen Punkt nach der Auszeit zu machen. Für Daniel Geist wäre es noch wichtiger gewesen, um sich hier im Spiel zu halten. Nächste Rechnung, er braucht 2 Punkte beim Aufschlag. Einer ist schon da. Ein Netzroller, von dem er allerdings nicht profitieren kann. Großartige Leistung von Daniel Geist hier im Halbfinale zu spielen. Hatte ich durchaus ein bisschen auf der Rechnung, aber nur, weil eben die großen Stars hier nicht spielen. Trotz interessanter Preisgelder durch eine ganz bestimmte Sponsorenfirma. Komplett bei den Herren Christoph Schiller. Und Christoph Schiller steht der nächste Finalist des heutigen Tages und der 69. Bayerischen Meisterschaft fest. Es erfolgt jetzt eine kurze Ruhepause. Bleiben Sie da, essen Sie kurz was. Ich bitte dann in circa einer Viertelstunde alle Finalteilnehmer, sich hier unten bei der Turnierleitung einzufinden, damit wir dann an einer Einmarsch die Finalteilnehmer einzeln vorstellen können. Bis dahin und bis gleich. Guten Appetit. In den Finals also bei den Damen Sabine Winter gegen Chantal Manz. Das war zu erwarten, nicht minder zu erwarten bei den Herren. Die beiden Spieler, die in der zweiten Bundesliga aktiv sind. Christoph Schiller gegen Dennis Dickert vom TV Hildburgstein.